Von Torra und Lemke wollen Bode und Baumann stürzen. Was dahinter steckt, ich erzähl's euch nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renico. Ja, meine Freunde, ich weiß, mit Sicherheit ist das ein Thema, das interessiert nicht alle Leute oder nicht jeden. Aber ihr wisst ja, ich bin ja sowieso so ein Typ, ich verfolge sowieso alles rund um Werder auch und ja, würde mich da vielleicht auch so ein bisschen als Hardcore-Fan bezeichnen, sag ich mal. Und jetzt zur Weihnachtszeit, ihr wisst das, gibt's ja den täglichen Weihnachtsgruß aus, also deswegen ja auch hier, ne, mit Weihnachtsmantel und so weiter. Und heute berichte ich euch so ein bisschen darüber, über den Artikel, ich will gar keine Zeitschriften nennen, aber hier als Überschrift: Werder Bremen wollen von Torra und Lemke Bode und Baumann stürzen. Das wurde in 1, 2, 3, 3 Artikeln, die man sofort findet, wenn man Werder Bremen googelt, wurde das geschrieben. Hier gibt es auch Streitattacke, Geschäftsführer verteidigt, so und so, also Grünewald. Das Problem an dem Ganzen ist, also, erstmal, es geht eigentlich darum, dass, was sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen aufgebaut hat, dass ehemalige Spieler von Werder Bremen, ehemalige Leute im Aufsichtsrat Werder Bremen kritisiert haben, auch für die Vertragsverlängerung und die anstehende Vertragsverlängerung über Frank Baumann. Und ja, viele sich da eine Neupositionierung wünschen im Aufsichtsrat. Wir hatten ja in den Livestreams auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen gehabt, dass es manchmal vielleicht gar nicht mal schlecht wäre, wenn du jemanden über Baumann Kofeld stellst, der nicht so zur Werder-Familie gehört, der einfach vielleicht auch mal so ein Tick was strenger ist. Tendenziell bin ich aber nicht dafür, Baumann oder Kofeld neu zu besetzen, auch wenn ich weiß, was dafür und was dagegen spricht und so weiter. Ich weiß, ihr habt ganz, ganz viele von euch können auch das Thema Baumann gar nicht mehr hören. Ist mir alles klar, ist mir alles bewusst. Ich rede ja auch nur von meiner persönlichen Meinung. Ich freue mich doch über die Kommentare. Also schreibt gern rein, wie ihr das Ganze seht. Wie gesagt, es geht halt darum, klar, Baumann kriegt in diese Transferpolitik, die jetzt halt im letzten, sagen wir mal, im letzten halben Jahr so alles, was da alles so passiert ist, ist natürlich ja ein schwerer Kritikpunkt. Weil du hast halt diese Selke-Millionen im Hinterkopf, das ist ganz klar. Dann die Aussagen, wir brauchen einen neuen Sechser, wir werden versuchen tätig zu werden, sobald wir finanzielle Möglichkeiten haben. Dann wird Klaasen verkauft, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Da wird also voraussichtlich im Winter verkauft. Und trotzdem steht die Aussage, wir können uns wahrscheinlich nicht mal einen ablösefreien Spieler leisten wegen dem Gehalt. Das ist natürlich schon eine echt, echt bittere Aussage, gerade für die Öffentlichkeit. Also ist eigentlich so ein komplettes Armutszeugnis. Tut auch weh, das so zu lesen, dass unser Verein da scheinbar so gerade aufgestellt ist. Da leidet man dann noch mal mehr mit. Ja, bei Kofeld ist dieser Riesenkritikpunkt halt die letzte Saison, die ja, den Umbruch, den man ja angekündigt hat nach dem Fastabstieg, dass man vieles ändern will, dass man sich neu positionieren will und so weiter. Und letztendlich gab es halt keine großen Änderungen. Also die großen Änderungen blieben halt einfach aus, der große Umbruch blieb aus. Und damit war die Kritik eigentlich ja, komplett da. Also spätestens ab da war alles nochmal kritischer gesehen. Und glaubt mir, hätten wir noch einen Tick schlechteren Saisonstart, wären alle Zeitschriften damit voll. Ganz klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Was hat das dann mit Baumann wieder zu tun, wenn der Kofeld, ja, bei der Baumann Kofeld verteidigt hat, an ihm festgehalten hat und ihn auch weiterhin verteidigt? Wie gesagt, ich selber befürworte Kofeld und auch Baumann. Denn Kofeld, finde ich, das sind so Trainer, diese Leidenschaft am Seitenrand, dieses Mitgehen, dieses Mitfiebern, Ausrasten, dieses Emotionale, das ist genau das, was ich mag. So bin ich auch. Das finde ich einfach mega geil. Und ja, Kofeld und Schaaf sind von allen Trainern, die ich so mitbekommen habe, meine beiden Lieblingstrainer gewesen. Ich muss aber auch sagen, dass Kofeld, glaube ich, von Spiel zu Spiel, von Saison zu Saison mehr lernen wird. Das ist halt auch so, was darf man auch nicht vergessen. Natürlich lernt der Junge noch. Es ist jetzt kein Trainer, der, keine Ahnung, seit 20 Jahren irgendwie schon im Geschäft ist und fünf verschiedene Szenarien schon durchgemacht hat, Richtung Abstieg, Aufstieg, Europa League und so weiter.
sondern er ist einfach bei Werder. Er ist auch in dieser Werder-Familie voll integriert. Aber wie gesagt, ich finde Kofeld super. Ich würde an zwei, drei, ja, ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein, Kritikpunkte hat man immer. Meine Kritikpunkte bei Kofeld wären teilweise die Aufstellungen, die Außendarstellung von Wechseln auf dem Platz oder zum Beispiel auch Verteidigungen Richtung Osako etc., was man da alles so erlebt hat und die teilweise zu späten Wechselungen. Aber wie gesagt, das sind Kritikpunkte, die gibt es bei jedem Trainer auch immer wieder. Also will ich mich da jetzt auch gar nicht versteifen. Und ja, dem Von Torra zum Beispiel wurde jetzt auch nachgesagt, dass er gerne den Platz im Aufsichtsrat hätte und aktiv werden würde. Daraufhin hat der Von Torra bestätigt, dass das gar nicht wahr ist und dass, ich weiß gar nicht, ich glaube, Grünewald ist auf ihn zugekommen. Ich meine, Grünewald ist auf ihn zugekommen. Kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche, kann auch jemand anders gewesen sein, der ihm zum Geburtstag gratuliert hat. Und da hat der Von Torra noch gesagt, auch darüber gab es dann keine weiteren Gespräche. Also wäre das nicht aktiv Richtung zu mir geworden. Und er selber sagt, er wird auch nicht aktiv werden. Es wäre was anderes, wenn man auf ihn zukommen würde. So, und dabei geht es halt nicht jetzt um eine Neupositionierung Baumann-Kofeld, sondern in erster Linie um Neupositionierung im Aufsichtsrat. Wie gesagt, das Ganze ist kein einfaches Thema. Es ist auch ein Thema, wo viele sich vielleicht gar nicht mit beschäftigen oder sagen, ja gut, und jetzt? Für die anderen wird sehr interessant sein, weil gerade, glaube ich, für die Leute, die eben Veränderungen wollen, ist das Thema gerade brandaktuell und einfach auch sehr interessant und da würde man vielleicht auch gerne was sagen. Deshalb bitte ich euch hier auch unter diesem Video, schreibt mir gerne rein, die verschiedenen Punkte, zum einen Aufsichtsrat neu besetzen, was haltet ihr davon, wen würdet ihr da gerne sehen, was sagt ihr zur öffentlichen Kritik, dass so viel über die Öffentlichkeit gemacht wird oder auch geworden ist, was ist da eure Meinung, euer Standpunkt und was sagt ihr zu guter Letzt zu Kofeld und Baumann, sind das die richtigen, sollte man an die festhalten? Eure persönliche Meinung, es geht hier gar nicht darum, um Statistiken oder sonst was, es geht um eure persönliche Meinung und über die werde ich mich natürlich auch freuen, ist ganz klar. Und ja, ich warte tatsächlich heute gerade noch auf meine neue Internetbox, die mobile. Ja, sollte die heute noch kommen, werden wir heute Abend noch live gehen. Das heißt, auch hier gerne mal reinschreiben, wenn ihr heute Abend beim Livestream dabei seid. Sollte die, wie gesagt, funktionieren, das wäre dann heute Abend ein Test-Livestream, weil die Box ist da neu, müssen wir mal testen, ob die das so auch mitmacht. Sollte die das mitmachen, wird es in Zukunft wieder öfters Livestreams geben. Darauf würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann bedanke ich mich bei eurer Aufmerksamkeit und würde sagen, wir sehen uns dann vielleicht heute Abend. Ciao, ciao!